Warum ist Michelle Hunziker nicht bei der letzten Sendung Wetten, dass mit Thomas Gottschalk mit dabei? Gibt es vielleicht Stress zwischen den beiden? Viele Fans haben sich diese Frage gestellt, als verkündet wurde, dass sie die beiden in dem Format voraussichtlich nicht noch einmal zusammen sehen. Der Showmaster gibt auf Social Media Entwarnung. Thomas Gottschalk meldet sich nun via Instagram bei seinen Fans und bezieht Stellung. Er beschreibt in seinem Post: Der eine oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von Wetten, dass vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als betreuende Nachtschwester an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo es lang ging, so Gottschalk auf der Social-Media-Seite. Und weiter: Michelle ist mir dabei ans Herz gewachsen und da wird sie immer einen Platz haben. Klar, dass ich sie für die letzte Show eingeladen habe und wenn auch nur, um mich mit einem Blumenstrauß bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken. Michelle, falls du das liest, die Einladung steht. Der Showmaster zitiert George Harrison: All things must pass, gibt auch gleichzeitig Entwarnung. Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm. Schon am Samstag nach der letzten Wetten, dass Ausgabe soll Thomas Gottschalk auf RTL einen 100 Jahre Disney-Rückblick geben, wie er im Statement verrät. Michelle Hunziker hat sich zu Thomas Gottschalks Wetten, dass Einladung in die Sendung noch nicht geäußert. Eins ist sicher, Thomas Gottschalk heißt sie herzlich willkommen. Auf Thomas Gottschalks Aussage gegenüber Bild hatte Michelle schon zuvor gekontert. Gottschalk hatte nach ihrem Aus Folgendes mitgeteilt: Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo es lang geht. Darauf erwiderte die Moderatorin aus dem Italienurlaub verschiedenen Medienberichten zufolge: Mein Thomas, charmant wie immer, bis auf die letzten Meter. Danke für das Jung und Blond. Mittlerweile bin ich ja schon Oma.